Hallo und herzlich willkommen bei einer kleinen neuen Info-Runde. Es gibt vom Tag auf und zwar die Patch-Notes für den neuen Patch sind da. Und wir werden es gleich anfangen. Wir werden mal gucken. Ich werde vorlesen, werde auch euch das hier zeigen, dass ihr das selber nochmal lesen könnt. Und ich würde sagen, los geht's nach dem Intro. Gut, das sind wir wieder. Also, ich werde jetzt hier die Bildschirmaufnahme anmachen. Und zwar seht ihr jetzt das, was ich auch sehe. So. Und zwar. Das sind die vorläufigen Patch Notes. Wir haben jetzt hier die neuen Waffen. Als erstes, das hier sind die ganzen neuen Waffen. Der SR1 MP. Das ist eine Handfeuerwaffe. Aber ich glaube, es ist eine russische. Ich könnte ja mal, wenn wir schon dabei sind, komm, wir machen mal Google auf. Gucken wir mal, ob wir Bilder finden. Bei Google. Machen wir das mal zusammen. Ja, da ist er. Also das wäre die Waffe. Eine russische Pistole, so wie das aussieht. Gut, gucken wir weiter. Die AKMS. Das ist eine neue Version der AK. Wir gucken mal, ob wir hier vielleicht noch ein Bild von finden, wenn wir schon einmal dabei sind. AKMS. Ja. Das ist, denke ich mal, die hier, oder? Mit dem komischen Schaft hinten. Könnte sein. Gucken wir weiter. AKM. Na, MN. Gab's nicht schon eine AKM? Ja, wir gucken einfach, ob wir was finden. Was hier jetzt der Unterschied sein soll, weiß ich ja persönlich nicht. Ich kenne mich mit den ganzen AK-Gedöns sowieso nicht so ganz aus. Was es da für verschiedene AK-Modelle gibt, da gibt es ja so viel. Dann gibt es RASASS. Gucken wir mal rein. Das müsste die sein und die gibt es hier als Bild. Genau, als Ingame-Bild. Das ist die neue amerikanische DMR. Die gibt's hier als Bild. Könnt ihr euch das mal angucken. Also, die sieht so im Spiel aus und ich freue mich extrem auf die amerikanische Version einer SKS in dem Sinne als Gegenstück von den Amis, von den USEX. Das finde ich halt, sieht echt geil aus und ich bin wirklich mal gespannt, wie sich das Ding schießen lässt, was das Ding kostet, wo man das Ding bekommt. So, jetzt gehen wir weiter zur TOS 106 und das müsste rein theoretisch gesehen eine Schrotflinte sein. Und ja, das ist eine kleine Automatik-Schrotflinte aus Russland. Wir können ja mal so ein Bild ein bisschen größer machen, nehmen wir das hier. Das müsste die kleine automatische Schrotflinte sein, die ist... Bin mal gespannt, aber ich denke mal, das wird eher so eine Anfangswaffe sein, die man halt ziemlich früh am Anfang bekommt. So haben wir schon mal das. Dann gibt's ein Tricon Rear IR Wärmebildvisier. Das wird das neue Thermalsichtvisier sein, soweit ich weiß. Ja. Das ist es, genau. Da haben wir's. Das wird ins Spiel kommen. Das ist das neue Wärmebildvisier. Es, soweit ich gehört habe, wird das Wärmebildvisier 1 Million Rubel kosten. Ich bin gespannt. Ich bin offen für alles. Ich meine, das soll ein realistisches Spiel werden und davon gehe ich aus, dass das dann, dass sowas auch halt mit reinkommt. Also es ist einfach so, ein Wärmebildvisier gibt's. Klar, es ist schwer, dann gegen so einen anzutreten, wenn der wirklich sieht, durch das Wärmebildvisier, wo du bist und alles. Es wird schon nicht einfach sein, gegen so einen zu kämpfen, aber ich sage euch mal so, wie es ist. Mit dem Visier werden kaum Leute rumlaufen, weil es kostet 1 Million Rubel. Also wenn da mit jemand drin rumläuft, vor allem alleine, mit so einem Visier und stirbt, ist es weg. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Visier keiner einpacken würde. Also ja, dann haben wir den Obscure Fast mit Super High Cut Helm.
Das ist der neue Helm. Ich kann euch das auch gleich hier nochmal zeigen, aber wir können ja mal hier reingucken, ob wir den ja vielleicht direkt finden. Ja, das ist der. Das ist ein modularer Helm. Normal sieht der Helm so aus. Ja. Es gibt auch Bilder im Spiel, wie man, also Ingame-Grafik, aber ich kann euch das jetzt hier auch so zeigen. Das ist der Helm. Und der Helm kann diverse Anbauteile haben. Und da können wir zum Beispiel das Bild mal aufmachen. So sieht das dann halt aus. Es gibt halt ungefähr so, es gibt halt das Headset auch, ein Visier, es gibt halt so Schutzdinger, wie zum Beispiel das wird es auch geben, dass man halt dran machen kann, so als Customization. Und hier steht dann nochmal was dabei. Hier steht, die Individualisierung des Helms inklusive dem Obscure Fast Helm wird durch verschiedene Anbauteile möglich sein. Im weiteren Verlauf der Entwicklung werden die Modifikatur, also die Modifikation am Helm auch verschiedene Schutzwirkungen auf einzelne Teile des Kopfes bieten. Das gibt's halt noch nicht. Das kommt erst im Laufe der Zeit. Vorerst bleibt aber der Beschermechanismus im Spiel bestehen. Das heißt, dass der Helm so als Helm da ist, so wie der Kiva-Helm. Und die Anbauteile einfach bloß mehr Armor geben. Also es bietet noch keinen Schutz gegen, sagen wir mal, Gesichtspartien. Ne? Das kommt erst später hinzu. Das haben sie jetzt noch nicht geschafft. Und hier steht auch nochmal dazu, der Obscure Fast Gunsight Unterkieferschutz. Das ist der, den man unten drauf machen kann. Zusätzliche Panzer für den Helm plus 20 Armor-Punkte ist halt. Das heißt, wenn der Helm jetzt 40 Punkte hat, bekommt er nochmal plus 20, sind 60 Punkte Armor-Schutz. Also, wenn da jemand hier auf der Seite, auf den Hinterkopf schießt, braucht er mehr Schüsse, weil er mehr Schutz bietet. Dann extra Core-Ohrschutz. Zusätzliche Panzerung für den Helm plus 10 Armor-Punkte. Obscure Fast Rack Helm und Kopfhörer. Aktives Headset für den Helm. Obscure Fast Visier für den Helm. Funktioniert wie die bisherigen Brillen. Obscure Fast Gesichtsschild mit Visier plus 1 Armor-Klasse. Funktioniert wie die anderen Brillen. Die Anzahl der Slots, welche eine Waffe im Inventar belegt, ist nun abhängig von der installierten Erweiterung. Das heißt, genau dieser Punkt, der freut mich am meisten. Viele denken sich dann, oh, es kommt Tetris. Aber ich muss sagen, das funktioniert jetzt so. Ihr habt jetzt eine Waffe. Ihr findet eine Waffe mit Schalldämpfer, ist sie automatisch ein Stück länger. Findet ihr eine Waffe mit einem langen Magazin, ist sie natürlich dann in der Höhe ein bisschen breiter. Wenn man das zum Beispiel ein Visier oben drauf hat, ein großes, oder ein Schaft hinten, den man einklappen kann. Wenn man den einklappt, wird die natürlich wieder schmaler. Und das variiert dann. Ihr könnt ja, wenn man eine, also wenn ihr eine Waffe finden solltet, von jemand, sagen wir mal, der hat einen die ist komplett aufgehoben, Schalldämpfer, Magazin und so, da kann man ja, wenn man Platz sparen möchte, den Schalldämpfer abbauen, das Magazin rausnehmen, den Schaft einklappen, wenn das geht, oder abbauen. So wird die Waffe schon kleiner. Ja, das ist so, und passt halt besser in den Rucksack. So, eine ein- oder ausgeklappte Schulterstütze an einer Waffe hat ebenfalls einen Einfluss auf den belegten Plätze. Das habe ich ja gerade schon erzählt. Dann haben wir hier neue Einstiegs-Spawn- und Ausgang-Extraction-Punkte auf der Karte Locations. Diese können nur gewählt werden, wenn der Charakter eine Karte der jeweiligen Lo Location besitzt. Das heißt, das ist das neue Spawn-System, was sie jetzt implementieren. Neue Einstiegs- und Spawns, Ausgangs-Extraction-Punkte auf der Karte halt. Wenn man jetzt eine Karte hat, für, sagen wir mal, jetzt Customs, ich glaube, da ist The Factory ausgenommen, weil die so klein ist, eine Karte für Customs kann man dann irgendwie einen Spawn-Punkt auswählen, wo man ungefähr spawnen möchte. Und man bekommt halt irgendwie einen Extraction-Punkt zugewiesen, oder wie ich das so denke, dass man dann halt aus dem Extraction-Punkt rausgehen muss. So lese ich das raus, so denke ich mir das. Dann haben wir hier neue Slots für Headwear. Erlauben es nun Brillen, Masken, Helme und Headsets zu kombinieren. Das heißt, man hat jetzt mehr Slots. Kopf, Brillen, Masken, also man kann jetzt Maske, Kopf, Brillen, Helme, Headsets, alles ein bisschen. Man kann jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, eine Sturmhaube nehmen, einen Helm oben drauf, eine Sonnenbrille drüber. Auf jeden Fall besser als vorher. Doc-Tags. Jeder tote Spieler besitzt nun ein Doc-Tag, welches aufgesammelt werden kann, um den Nickname des Levels und der Fraktion des Spielers einzusehen.
Das finde ich eine sehr gute Idee, weil ihr kennt das, ihr schießt ein, ihr wisst nicht, wer es war. War es ein Spieler, war es kein Spieler? Wer war es? Manchmal kann es so sein, dass man aus Versehen aus einen Kollegen umgenietet hat. Ne? Da kann man da hingehen und das Doc-Tag einsammeln und da steht dann halt drauf, wer es war. Und dann halt, wenn man das Doc-Tag eingesammelt hat, kommt der nächste Punkt. Eine Liste der Spieler, Charaktere, welche man im Raid getötet hat, ist nun am Ende eines Raids zu sehen. Sofern man ein Doc-Tag des Spiels aufsammelt, sind dort auch die detaillierten Informationen zum jeweiligen Spieler einzusehen. Soweit, so gut. Dann kommt also die neue nicht, aber die komplette Shoreline-Karte. Das heißt, die Shoreline-Karte, die ihr jetzt kennt, ist nur die Hälfte von der Map, die jetzt kommt. Ne? Also es kommt noch mal die Größe der Hälfte von der Map nochmal oben drauf. Und ich bin wirklich gespannt auf die Locations. Also wenn der Patch da ist, ich kündige schon mal an, der Patch kommt raus, die Map ist da. Ich werde mit euch zusammen im PvE erstmal die Map erkunden. Aber mit, also mit hier Scavs. Weil ich möchte gleich mal sehen, wie die Scavs spawnen ungefähr, wo die spawnen. Da werden wir mal zusammen gucken. So, das wird das so das erste sein, was ich dort mache, um die Map erstmal ein bisschen kennenzulernen. Die neuen Regionen dort. So, und dann kommt hinzu noch Peacekeeper-Aufträge, neue Ski-Aufträge. Endlich haben wir Peacekeeper zum Leveln, also konntest du vorher schon leveln durch Geld. Und verkaufen und bla und Level. Jetzt kommen endlich die Aufträge dazu. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Mehr zu tun für mich. Neue Skill-Aufträge kommen dazu. Neue geistige Fähigkeiten, Skills. Jetzt kommen wir zu den neuen Skills, die dazu kommen. Das heißt, man bekommt jetzt Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Erinnerungsvermögen dazu. Wie das genau, was das beeinflusst, kann ich euch jetzt noch nicht sagen, aber wir werden sehen, herausfinden. So, dann neue Kampffähigkeiten. Das kommt halt darauf an, mit was ihr am liebsten spielt. Es gibt Pistolenfähigkeiten, SMGs, automatische Sturmgewehre, Schrotflinten, DMRs, Scharfschützengewehre, leichte Maschinengewehre, Rückstoßkontrolle, überarbeitetes Weapon Mastering, einstellbare Visiere. Die Schussweite kann jetzt eingestellt werden. 100 Meter, 200 Meter, etc. Das finde ich sehr gut. Zum Beispiel, man kann halt da durchstehen. Den Bullet Drop, den man hat, wenn man jetzt zum Beispiel von der Brücke aus ganz hinten auf die Baustelle bei Customs guckt und den abschießen will, hat man ja halt einen Bullet Drop. Ich meine, die Kugel, die fliegt halt so in der Kurve auf einer gewissen Entfernung. Und wenn man das Visier halt so einstellen kann, dass man da halt genau den Bullet Drop ausgleichen kann durch das Visier, trifft man halt viel besser und das finde ich cool. Also das muss ich rausfinden, wie das ordentlich funktioniert. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Dann haben wir KI-Verbesserungen. Bots können sich nun hinlegen. Finde ich sehr gut. Wenn man als Scav spielt, ist es möglich, über Gesten mit den Bots zu interagieren. Das gefällt mir. Das finde ich cool. Das heißt, man kann jetzt zu Bots gehen und sagen, folgt mir. Da kommen die hoffentlich mit. Vorwärts, dass sie vorwärts gehen und stopp. Zum Beispiel. Das finde ich sehr toll. Da kann man als Scav-Spieler einfach ein paar Bots mitnehmen und einfach mal die PMCs jagen. Also das finde ich echt klasse. Verhalten von Scharfschützen-Bots wurden halt auch angepasst. Bots agieren jetzt besser auf Hinterhalte. Finde ich gut. Teilfix des Bugs, bei dem Bots durch Türen teleportiert werden. Ja, das war nervig. Teilfix des Bugs, bei dem Bots auf Leitern stecken bleiben. Leitern. Man kann dann gar keine Leitern gehen. Naja, mal gucken. Dann Optimierung halt. Serveroptimierung. Bin immer gespannt. Bugfixes. Jetzt haben wir ja die Bugfixen. Doppelter Granatenwurf. Das war auch immer schlimm, dass mal eine Granate wurde geworfen und es waren zwei. Unsichtbarer Granatenwurf. Bugbogen. Ja. Scavs werfen auch gerne mal unsichtbare Granaten, die man nicht hört und einfach nur einen Schaden geben. Ich hoffe, das ist dann damit weg. Fehler behoben durch den Outdoor-Sounds auf der Factory-Karte zu hören waren. Okay. Habe ich jetzt noch nie drauf geachtet. Bug behoben, der es ermöglicht hat, dass man mehr als ein Spieler einen Gegenstand bei einem Händler gleichzeitig kaufen konnte. Auch wenn dieser in der Stückzahl nicht vorhanden ist. Bug behoben, der es ermöglicht hat, eine Patrone in den Lauf zu laden, wenn bereits ein geladenes Magazin vorhanden ist. Keine Ahnung.
Fehler bei der Darstellung von Regen behoben. Okay. Kollisionsabfrage, Fehler mit mit Rucksäcken, Boxen, Safes und so weiter behoben. Okay, klingt schon mal gut. Fehler behoben, durch den es nicht möglich war, durch Zäune zu schießen. Das finde ich gut. Durch solche Drahtzäune hier, normale Maschendrahtzäune, konnte man manchmal teilweise nicht durchschießen. Das war für'n Arsch. Also, ich konnte nicht durchschießen, aber das Gef konnte mir in den Kopf schießen. Also, das hatte ich manchmal nicht verstanden. Fehler bei der Berechnung der ballistischen Flugbahn von Geschossen behoben. Das klingt auch gut. Bug behoben, der eine falsche Anzahl an Gegenständen beim Tauschen angezeigt hat. Okay. Kleiner Fehler auf den Karten behoben. Ah, das klingt schon mal gut. Änderung. Bei Vollendung einer Quest mit Zeitlimit wird der Timer nun angehalten, sobald das Ziel der Quest erreicht ist. Dieser Quest kann danach zu einer beliebigen Zeitung abgegeben werden. Das finde ich sehr gut. Es ging mir nämlich einmal so, dass ich für Braber eine zeitlich begrenzte Mission hatte. Ich die abgeschlossen habe, aber leider nicht abgeben konnte, weil ich dann doch drüber war mit der Zeit, obwohl ich fertig war. Das finde ich gut. Doppelklick auf einen Container öffne nun das Container selbst, nicht mehr das Inspect-Menü. Finde ich gut. Wenn man nun ein Objekt auf eine Weste, einen Rucksack oder einen Container zieht, wird dies automatisch verstaut. Finde ich auf jeden Fall auch gut. Anpassende Animation für Nahkampfwaffen. Gut. So, jetzt sehen wir hier nochmal schön die Waffe, auf die ich mich wirklich freue. Ich hoffe, ich bin mal gespannt, wie man die customizen kann. Bin ich wirklich gespannt. So, und ich würde sagen, das war's im Allgemeinen mit den Infos zum Patch. Video ging doch ein bisschen länger, wie ich gedacht habe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, lasst ein Abo da. Freue mich auf jeden von euch. Und ich hoffe, dass ihr meine Videos weiter so begeistert schaut wie jetzt. Ich bin froh, ich bin knapp vor 100 Abonnenten und das ist für mich wirklich so als Neuling in diesem YouTube-Genre echt cool. Ich find's cool. Ich mache es ja, wie gesagt, alles aus Spaß. Spaß an der Freude. Bin da nicht so, der Stream dann davon Kohle haben will. Ich will einfach nur Leuten das Spiel zeigen, zum Beispiel, weil ich das für mich als Hauptspiel sehe. Bis jetzt, obwohl es noch lange nicht fertig ist. Wie gesagt, weiterspielen. Schöne Weihnachtsfeiertage noch. Ich gucke mal, ob ich auch schon wie schaffe, noch die Weihnachtsfeiertage was hochzuladen. Aber ich denke mal schon, ich habe da was im Hinterkopf. Bis zum nächsten Mal, euer Stenner. Weiterspielen.